Hallo ihr Lieben, wir machen heute gesunde Laugenbrezel aus nur drei Zutaten. Ihr braucht keine Hefe, dementsprechend dauert die Zubereitung auch nicht ganz so lange. Und das Beste, eine einzige Brezel hat ganze 15 Gramm Eiweiß. Für die Brezel braucht ihr Mehl, das schon mit Backtriebmittel versetzt ist. Oder ihr nehmt Dinkelmehl und vermischt es selber mit ein wenig Backpulver. So wie ich hier. Dazu kommt Skier. Die genauen Mengenangaben findet ihr nochmal in der Infobox. Die Zutaten werden nun gut vermengt und zu einem Teig geknetet. Das funktioniert mit den Händen eigentlich noch immer am besten. Ich wusste am Anfang noch nicht, wie viele Brezel man aus dem Teig herausbekommt. Deshalb habe ich den Teig am Anfang noch nicht portioniert. Ihr könnt den ganzen Teig aber in vier gleiche Stücke teilen. Der Teig reicht nämlich für vier Brezel. Jetzt wird der Teig länglich gerollt. Und zwar so lange, bis die Rolle ca. 45 cm lang ist. Dann kann das Ganze zu einer Brezel zusammengelegt werden. Und das machen wir jetzt noch mit dem restlichen Teig. Damit wir Laugenbrezel bekommen, brauchen wir 1,5 Liter Wasser, das wir mit 30 Gramm Natron vermischen und dann zum Sieden bringen. Es sollte nicht kochen, sonst fallen die Brezel schnell auseinander. Dann kommt eine Brezel für eine Minute ins Wasser. Ich drücke die Brezel am Ende nochmal herunter, damit auch die Oberseite etwas vom Natron abbekommt. Vielleicht könnt ihr die Brezel auch umdrehen, ich hatte aber Angst, dass der Teig an den Verbundstellen wieder auseinander geht und habe es nicht gemacht. Weil ich nicht wusste, ob die Brezeln im Ofen noch sehr auseinander gehen, habe ich sie vorsichtig an einer Seite eingeschnitten. Das müsst ihr aber nicht unbedingt machen, da sie nicht mehr so viel aufgehen. Noch ein bisschen grobes Meersalz oben drüber streuen und schon können die Brezel für 20 Minuten in den auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizten Backofen. Schaut gerne bei Instagram vorbei und schickt mir eure Bilder, wenn ihr das Rezept ausprobiert. Abonniert auch gerne den Kanal, darüber würde ich mich sehr freuen.